Dachziegel hat jeder schon einmal gesehen. Sie sind in jeder Stadt, in jeder Straße zu finden. Auf alten Kirchen, Burgen oder Schlössern kann man sogar welche entdecken, die schon viele hundert Jahre alt sind. Dabei muss so ein Ziegel eine ganze Menge aushalten. Sonne, Regen, Frost, Eis und Schnee und das alles im Wechsel. Dass so ein Dachziegel ein reines Naturprodukt ist, das wissen die wenigsten Menschen. Deshalb wollten wir mal genauer hinschauen. Dachziegel bestehen aus Ton und den findet man auch bei uns in Deutschland im Boden. Der Ton bildet oftmals meterdicke Schichten und wird knapp unterhalb der Erdoberfläche gefunden. Diese Schicht ist bereits vor vielen Millionen Jahren entstanden. Geröll und Sand wurden durch Druck, Wasser und Wind immer feiner gemahlen, bis sie heute, nach Jahrmillionen, zu einer fast cremigen Masse geworden sind. Das Dachziegelwerk oder die Ziegelei liegt oft nahe an den Lehmgruben. Das hat den Vorteil, dass der Rohstoff nur über kurze Strecken transportiert werden muss. Das Dachziegelwerk hat eine schwimmbadgroße Vorratswanne. Hier wird der Ton mit Wasser beregnet, damit er seine Feuchtigkeit behält. Hier lagert er dann gut 2 Wochen lang, bevor er mit einem solchen Kettenbagger wieder herausgeholt wird. Jetzt müssen nur noch die Klumpen aus dem Ton heraus. Das passiert in einem Kollergang. Die tonnenschweren Eisenräder zerquetschen die Tonklumpen durch ihr Gewicht. Der Lehm wird dabei zu einer geschmeidigen, feinkörnigen Masse. Förderbänder geht es dann weiter in die nächste Produktionshalle. Der Ton wird vermischt und verdichtet, das heißt zusammengequetscht. Ist der Druck in dieser Maschine groß genug, so quillt der Ton wie aus einem Fleischwolf hervor. Ganz cremig fühlt sich diese Masse jetzt an. Jetzt bekommt der Ton zum ersten Mal eine Form. Aus Messing ist dieser Ziegel. Der soll nicht aufs Dach, sondern dient als Muster für eine Gipsform. Ist der Gips ausgehärtet, dann kann man ihn von der Messingvorlage trennen. In diesen Gipsabdruck wird später dann der Ton gequetscht. Der Ziegelrohling wird nun zwischen 2 Formen gelegt und mit hohem Druck zusammengequetscht. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Überschüssige Ton kann später nochmal verwendet werden. Nach diesem Vorgang ist der Dachziegel schon gut zu erkennen, aber er ist noch sehr elastisch. So kann der Dachziegel nicht bleiben. Er muss ein wenig aushärten. Dazu kommt die ganze Produktion in spezielle Trockenkammern, wo das Wasser aus dem feuchten Tonziegel verdunsten kann. Das dauert so etwa einen Tag lang. Wenn man dem Ziegel einen bestimmten Farbton geben will, so muss man diesen nach dem Trocknen aufsprühen. Der Rohstoff ist dabei ganz fein gemahlene Erde, so eine Art Lehmstaub, der mit Wasser und natürlichen Mineralien als Farbbildner vermischt wird. Hier wird während der Produktion kontrolliert, ob die Farbmischung auch richtig ist. Sind genügend Farbpartikel in der Flüssigkeit, dann sinkt der Messstab nur bis zur Hälfte ein. In diesem Fall ist alles richtig. Die Deckschicht zieht ganz tief in den Ziegel ein, was man hier gut sehen kann. Hier haben wir uns eine Revolverpresse angeschaut. Auf ihr werden immer 4 Ziegel gleichzeitig hergestellt und das mit hoher Geschwindigkeit. Im Verlauf eines Tages entstehen so etwa 60.000 Ziegel. Die luftgetrockneten Ziegel werden nun für das Brennen zusammengepackt. Sie werden so gestapelt, dass sie möglichst eng beieinander liegen, aber trotzdem heiße Luft gleichmäßig an ihnen vorbeiströmen kann. Auf großen Fahrwagen werden die Ziegel in einen Tunnelofen geschoben. Er ist etwa 150 Meter lang und die Ziegel rollen langsam durch den Ofen hindurch und werden über Stunden auf 1200 Grad erhitzt und ebenso langsam wieder abgekühlt. Solch einen Ofen heizt man mit Erdgas und zur Steuerung der Brenner benötigt man ganz schön viel Computertechnik. Bisher haben wir also aus dem Ton eine erste Form gemacht, diese dann in der Luft getrocknet, eingefärbt und zum guten Schluss gebrannt. Vergleicht man dabei den frisch geformten Ziegel mit dem fertig gebrannten, dann erkennt man deutlich, dass der Ziegel immer kleiner geworden ist. Das Wasser ist aus dem Ton entwichen und dadurch ist der Ziegel geschrumpft. Ob die Ziegel wirklich in Ordnung sind, das hört man am Klang. Achtet mal drauf. We'll be right back.
guten Ziegel werden hier zusammengebunden. Sie werden umreift, wie die Techniker das nennen. Dann werden daraus Paletten gepackt und die werden mit dem Gabelstapler auf den Lastwagen verladen. Der Empfänger ist ein Dachdecker-Großhandel oder auch ein Baumarkt. Vielleicht werden diese Ziegel auch auf einem Haus in eurer Straße landen